Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Show Me Your Flat 2.0, die mittlerweile, weiß ich nicht, wievielte Folge, aber es wird eigentlich momentan immer nur noch besser und das für uns alle, natürlich für uns und für mich und für unser Team und ja, ich glaube hoffentlich auch langsam mal sicher für euch, denn irgendwann wollt ihr natürlich vielleicht auch mal hier rein und euch das anschauen. Heute ist so viel los wie selten, denn wir haben ein langes Wochenende, das Pfingstwochenende. Ich weiß nicht, ob man das Pfingstsamstag nennt oder ob es das überhaupt gibt, aber Montag ist auch noch frei. Ja, also wir sind eh alle immer da, aber das bedeutet viel mehr Helfer am Start und das freut uns natürlich sehr. Ich wollte mal ein bisschen rundgehen und euch mal zeigen, was ist passiert und was wird noch passieren und wer ist alles hier. Ich werde mich jetzt schon mal offiziell entschuldigen. Zum Beispiel Anzieher weiß den richtigen Namen nicht mehr, habe ich schon wieder vergessen. Und bei ihrem Kumpel, der aber Schreiner ist, den habe ich den auch vergessen, den Namen. Aber ich weiß zum Beispiel, den werde ich nicht vergessen, den guten Kalle vom Kiez. Der kommt nämlich wirklich aus Hamburg. Und hier, rest in peace, Kalle vom Kiez, denn der ist ja wirklich mal verstorben tatsächlich, shit. Aber war auf jeden Fall ein lustiges Kärtchen. Und der Kalle ist mit am Start. Das ist unser Mathe-Genie. Hat auch tatsächlich schon Prüfungen Mathe als Lehrer mal korrigiert. Die hatten alle immer eine Eins. Kalle, wie läuft's? Du bist hier gerade an der Decke dran. Wir hängen nämlich tatsächlich die Decke hier nochmal ab. Und du machst hier gerade deine Meisterarbeit. Genau. Wie läuft das? Das braucht nämlich leider deutlich länger als vermutet, weil das Ding überhaupt nicht parallel ist. Und also es hat auf die 3 Meter 5 Zentimeter Unterschied. Das heißt, ich darf jeden, den ich vorher schön auf Länge gemacht habe, nochmal um 1 bis 5 Zentimeter kürzen und anpassen. Also wie ihr seht, wir rechnen das immer extra vorher aus, damit das sofort direkt passt. Aufgerundet natürlich nur. Ne? Also mal wieder die Matheübung nicht ganz hingehauen. Er hat gedacht, ja, Pi mal Daumen. Aufgerundet 126, nein, Spaß beiseite. Aber läuft. Geht gut vorwärts, oder? Tatsächlich, das macht man auf dem Bau auch eher öfter so. Man hält es an, zeichnet an, wo es ist und dann hin und ab. Ja. Das geht auch viel schneller. Also was? Messen, merken, wieder messen und wieder merken. Und dann geht die Hälfte verloren, deswegen einmal ein Strich, dann ist gut. Was denkst du, wann bist du fertig mit diesem Gerüst? Hälfte habe ich ja schon. 3, glaube ich, muss ich nicht mehr kürzen. Das heißt, ich habe noch 5. Stunde, halbe Stunde, irgendwas dazwischen. Was er nicht im Kopf hat, hat auf jeden Fall den Arm, ja? Das kann man schon mal so festhalten. Kalle, schön, dass du da bist und vielen Dank. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal nach vorne zum Martin. Dann müssen wir zwar einmal ganz nach vorne wieder zurück, aber der Martin ist unser Krefelder Elektriker. Ja, der kommt aus Krefeld. Wir haben die schönen städtischen Werke Krefeld mit am Start. Ja? Das sind die unseren Strom auch hergeben und auch die Bahn verwalten. Ein Wahnsinnsunternehmen, ungefähr so gleichzusetzen wie mit der Deutschen Bahn oder der Telekom. Also ihr könnt euch vorstellen, 1A. Nein, aber komisch ist natürlich, in jeder Firma gibt es ein schwarzes Schaf. Ja? Und das ist der Martin, aber im positiven Sinne, ja, weil da ist alles so schlecht, dass es irgendwann auch mal wieder einen guten geben muss, sonst bricht das ganze System wieder auseinander. Und dieser Mann ist bei uns. Ja? Der Mann, der alles kann, so ungefähr. Und hat hier auch gerade Unterstützung. Oh, da geht die Tür. Da muss ich mal hier die Tür aufmachen. Und jemand kommt gerade rein. Mal gucken, was da so passiert. Da ist der Bovo. Hier. Silvano, Bovo, Naruto. Denn am morgigen Tage werden wir casten, nämlich aus dieser neuen Location, und gleichzeitig auch grillen mit allen Mann, die halt noch da sind. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz Leute vorstellen. Warte, ich darf nicht... Sebastian. Ja, hi, ich wollte dir mal kurz vorstellen. Die Jungs, die alle da sind. Die Jungs sind nämlich, werdet ihr nicht verstehen, sprechen eine andere Sprache. Aber... Extra außen, wo kommst du nochmal genau her? Landshut, Niederbayern. Heiliger Bimbam. Ihr seid gestern Nacht angekommen, irgendwann um 1 Uhr morgens? Ja, 1:45 war es ungefähr, genau. Also 1 Uhr morgens und ihr bleibt bis Montag, ne? Ja genau, Montag reisen wir wieder ab. Der Mann ist mit Koffer und allem angereist, Elektriker vom Beruf, ja, genau. Beste, was uns passieren kann. Ich glaube, der Martin freut sich. Was war dein erster Eindruck, als du hier angekommen bist? Ja, der erste Eindruck war, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und aber es sind halt zumindest nur Leiter und dann kriegen wir das schon hier, glaube ich. Ja, also mit solchen Leuten muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass wir das hier doch noch irgendwie umgesetzt kriegen. Also vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich möchte euch gar nicht stören, aber der Mann da, den muss man auch nochmal grüßen. Ich habe schon auf dem Weg hierhin über dich geredet. Nein. Ich habe überhaupt nicht gelästert, kann man nichts zu sagen. Kumpel eigentlich von Silvano aus StarCraft 1 Zeiten. Ich möchte nochmal kurz die Records festhalten. 5:0 in 1-on-1 gegen Silvano. Er streitet es ab. Er ist übrigens gerade gekommen. Ja, ich habe es gesehen. Ja, der redet sich da immer raus. Er hat sich damals schon immer rausgeredet. Hat auch damals nicht zugegeben. Ich weiß noch, wie der noch das kleine ragende Kid war. Dass ich damals hat sich was geändert? Nee, eigentlich nicht wirklich. Außer, dass er jetzt versucht, einen Bart zu tragen. So ein bisschen, was er da verstoppelt im Gesicht hat. Aber ansonsten ist er derselbe wie damals.
Du bist ja hier auch vor, wann war das, 2 Wochen ungefähr vorbeigekommen, hast dir das angeguckt. Du kommst zum Glück aus Krefeld, was für uns ein riesiger Vorteil ist, und du opferst ja gerade echt tatsächlich fast jegliche Freizeit, die du hast. Ja. Und er hat sogar noch seine Frau zu Hause. Diese, liebe Dame, wenn du das gerade siehst, es tut mir fürchterlich leid. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal kennen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen und ja, ich hoffe, er macht auch einiges wieder gut. Ja, wie war es bei dir, als du angekommen bist? Ich meine, du bist jetzt hier wirklich einer der Aktiven, die wirklich regelmäßig da sind, und hast ja die Elektrikarbeiten schon alleine gesehen. Ja, also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, Installationskram, okay, hast jetzt nicht so viel Ahnung von, konzentrier dich eher auf Netzwerk und so weiter alles, aber da hast du ja echt gute Jungs. Aber als dann Chris dann jetzt kam und ich dann auch mal mein Wissen aus der Ausbildung wieder auskramen konnte und mit dem alles durchgegangen bin, habe ich jetzt so, wow. Der Erik hatte zwar schon viel erzählt, da dachte ich mir schon so, okay, nee, ist ja eigentlich schon ganz weit, aber jetzt erst mit Chris ist mir dann wirklich klar geworden, was noch alles an Arbeit ist. Aber muss ja echt sagen, zurzeit geht das super voran. Ich weiß nicht, wie viele 100 Meter Kabel wir heute allein schon wieder gezogen haben und wie viele Helfer jetzt auch heute wieder da sind, die mit anpacken. Ist eigentlich richtig geil, geht richtig gut voran. Bin auch zuversichtlich, dass wir Ende Juli hinkriegen für dich. Das wäre auch immer richtig geil. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja. Das muss ich hier noch ganz offiziell machen. Ja. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, und morgen ist gerade das Fleisch angekommen und Bier. Du hast gesagt, 90% bist du morgen da. Das heißt eigentlich 100, oder? Ja, eigentlich 100. Hängt nur davon ab, wenn meine Frau mir jetzt nicht zufällig gesagt hat, hey, morgen Abend muss ich doch nicht arbeiten, dann wäre das ein Argument, nicht zu kommen oder sie zu überreden, mitzukommen. Aber das kann ich ja nicht versprechen. Okay. Es sind auf jeden Fall ein paar Frauen dabei. Sie wird nicht die Einzige sein. Meine Freundin ist dabei. Ich glaube, die Freundin vom Stefan und vom Christoph kommt. Meinte auch, dass er seine Frau morgen abholt. Also dann bringen Sie doch mal zu einem Blind Date mit. Blind Date mit 50 Leuten. Ja, nee, mach ich mal auf der Straße. Sowas sind meistens die lustigsten Abende. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Martin, erstmal viel Spaß, will ich nicht aufhalten, weil ich bin der Einzige, der hier nichts kann, außer ein bisschen quatschen. Deswegen müssen die Leute arbeiten, die was können. Versuch mal wieder in deinen Keller zu kommen. Sehr gut. Ja, er bohrt nämlich gerade ein Loch irgendwie in den Keller mit so einer, mit so einem richtig großen Schlagbohrer da oder wie man die auch nimmt. Ne? Hier so. Ist das so eine Hilti? 37, wie ich mich auskenne, ja, also wahnsinnig, so, jetzt kommt ihr mit, jetzt haben wir bisher gerade, glaube ich, 2, 3 Leute vorgestellt und wir haben Silvano vielleicht mal ganz kurz im Augenwinkel gesehen und die Hopex. Jetzt kommen aber noch einige andere Leute, denn heute ist, weiß ich nicht, 10, 15 Leute sind bestimmt da und ja, die sind alle begabter als ich, was jetzt nicht so schwer ist. Sorry für die Shaky Cam, aber ich habe gestern trainiert. Ja, sorry für die Shaky Cam, sagt der Marius, denn er hat gestern trainiert, alles aus seinen Armen war, ist jetzt weg. So, es sind natürlich auch einige Leute da, die wirklich auch schon, so wie Martin, der ist zwar noch nicht ewig da, aber die auch frisch dazugekommen sind und einige, die auch schon lange dabei sind und immer noch durchgehalten haben. Yannick war es, glaube ich. Ja, seit Mittwoch. Hi. Noch einer von unseren Neuen, der mit dem Stefan zusammengekommen ist. Habt ihr im letzten Video, glaube ich, schon mal gesehen, so eine rote Mütze hat der immer an. Ich immer. Der, ich glaube, der duscht auch nicht. Der hat immer die gleiche Mütze an. Yannick hat es hier schon ordentlich verspachtelt und ich glaube, du bist so bei allem ein bisschen dabei, ne? Ich improvisiere gerade mit meinem Schleifklotz, wo wir nur einen haben. Und ja, ich habe den Kalle gerade gefragt, ob er mir ein Stück von den Profilen abschneidet und improvisieren heißt. So sieht das Take-TV-Style. Da wird einfach immer so gemacht, dass das am Ende irgendwie hält. Könnte er morgen wieder zusammenbrechen, aber es sieht so aus, als ob es High-End wäre. Ja, die eine Wand habe ich ja gestern komplett fertig gekriegt und den anderen Raum auch. Müssen wir jetzt noch schleifen und nochmal spachteln und nochmal schleifen. Und dann können wir fast schon streichen, denn Farbe haben wir auch schon geholt. Echt? Ja, ich bin ja heute etwas später gekommen, deswegen habe ich das nicht alles mitgekriegt. Ja, wir haben erstmal von 30, 20 Liter Eimern haben wir jetzt schon mal 16 geholt, plus Pinsel, plus Walzen. Ich habe schon einen Pinsel gesehen und habe mich auch schon gefragt, wo ist die Farbe, die dazugehört. Tatsächlich steht die sogar in dem Raum, aber wenn man nicht drüber nachdenkt, dann rennt man einfach dran vorbei, weil es überall so viel Zeug steht. Ja, heute ist ja echt die ganzen aus München und hier der eine Polizist, ich weiß nicht, wie der heißt. Der Andi Peikert hier, der gute Mann. Der kommt aus Dortmund noch momentan. Aber der zieht auf jeden Fall irgendwo hin. Weiß, glaube ich, irgendwie ja, sowas. Oder? Irgendwoher. Und ja, ich werde jetzt auch noch die ganzen anderen Stellen schleifen, die noch zu machen sind. Und dann, denke ich mal, heute noch ein bisschen spachteln. Freunde, ihr hört es. Die Wände werden langsam fertig gemacht. Denn ihr müsst euch ja so vorstellen, wenn Leute wie Yannick hier alles verspachtelt haben und der Jonas, der irgendwo hier rumhüpft, der ist gerade Fußball gucken, kann gestrichen werden. Und dann sieht das hier auch schon alles ganzes Stücken anders aus. Gehen wir mal weiter. Den Mann kennt ihr schon. MMA-Fighter vom Beruf Zerstörer und Töter. Ja, also der hat auch wirklich immer, er ist zur guten Seite gewechselt. Bis vor kurzem hat der Menschen immer nur komplett ohne Grund verprügelt. Jetzt verprügelt der Menschen mit Grund, denn er hat sich bei der Polizei beworben, wurde genommen. Und der weiß nicht, wird jetzt irgendwie bald Polizist werden. Vorher war er irgendwie Broker, irgendwie in der Bohrinsel, hat da sonst irgendwas gemacht. Ah, nee. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, wir brauchen irgendjemanden, der ein bisschen Kraft in der Arme hat und hier so schleift. Wie läuft's? Wie geht's? Wunderbar. Ja. Was sagst du? Hat's ein bisschen was getan, ja? Heute, gestern? Letzte Monate, auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Du gehst jetzt wirklich zur Polizei. War kein Scherz, ne? Ich glaube, du ziehst durch. Ja, klar. Ich bin ja schon. Du hast schon angefangen, offiziell? Natürlich. Also wenn ihr ein Problem habt, ne, im Chat APR Miezekotze. Den habt ihr öfter im Chat schon gesehen. Der Mann war ja nicht das erste Mal bei uns in der neuen Location, hat immer noch durchgehalten. 10 Minuten haben wir schon, ziehen wir durch. Ich glaube 20 werden es. EDG Bionic. Habt ihr öfter schon gehört in Videos bei YouTube, wie ich über diesen Mann läster? Der lässt überall seinen Müll stehen. Immer Dosen, Salamiwürstchen auf meinem Arbeitsplatz. Der spült nicht ab nach dem Kacken. Also ein Scheiß. Danke dafür. Ja? Du hinterlässt mir immer ein Geschenk, das finde ich super. Ja, finde ich super. Aber das Positive ist, er ist da. Ja? Nein, Spaß zur Seite, der ist ja wirklich immer richtig oft da momentan und hilft so viel, wie er kann. Finde ich richtig geil. Und ja, ich denke, wir sehen so langsam den Progress, oder? Also nicht nur die Decke, aber auch so schleifen, spachteln, tut sich langsam was. Ja, man ist eigentlich fast sozusagen alles getan, ne? Na, Spaß zur Seite, aber ja, die große Scheißarbeit am Anfang halt. Jetzt geht's ans Feine, ne? Malen kommt bald, Farbe ist da, literweise, hunderte Liter. Ja, ich glaube, insgesamt haben wir 600 Liter, mindestens, ja. Ja, wird jetzt richtig bald mal weiß hier. Können wir hier Farbenschlacht machen? Geht was? Machen wir so ein... Boden ist bedeckt, ne? Boden ist, kann man machen, ne? Ich würde sagen, sind wir dabei. Markus, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Richtig guter Mann, ja. EDG Bionic im Chat. Könnt ihr mal auschecken. Aber flamet ihn dafür, dass er so unordentlich ist. Der wohnt noch bei Mami. Deswegen, der räumt nämlich nie auf. Also, du hast den Teller weggeräumt, ja? Ich hab einen Teller weggeräumt. Ja, du hast einen Teller liegen lassen überall. Ich hab doch noch gar nicht gegessen heute. Von gestern Abend war der Teller nur da. Welcher Teller? Auf meinem Arbeitsplatz. Ja, das ist ja okay, solange ich das auf meinem Platz stelle. Du stellst die Sachen ja in die Regie und auf meinen Arbeitsplatz. Fick dich, geh weiter, Junge. So, gehen wir weiter, ja? So, habt ihr nicht gehört, ist nie passiert. Ja? Der Chef ist natürlich immer das beste Vorbild. So, gehen wir weiter. Hier stapeln sich die Leute förmlich, ja? Oh je, das ist der Linus, bin ich mir relativ sicher. Das ist der Stefan. Das ist der Christoph. Das ist der Philipp. Und das war der Name, den ich vergessen habe. René. Bah, jetzt habe ich ihn. Werde ich mir merken. Und der hier. Der hier. Der guckt. Jetzt lächelt er. Für die Kamera. Für die Kamera, sagt er. Dank, Denkgesicht. Wir müssen hier mit den Zuleitungen ganz gut umeinander basteln. Ja, also der Mann, immer wenn er nachdenklich ist und versucht, mein Projekt hier zu retten, ja, unser Projekt hier zu retten, dann guckt er so. Und ich denke mir so, wow, was habe ich dir getan? Nee, alles gut. Wie geht's dir? Film mal da rein, mir geht's gut. Da ist es relativ eng hinten drin und da müssen viele Leitungen von vorne nach hinten und von hinten nach vorne und das dauert und ist teilweise knifflig, aber wir kriegen es hin. Erstmal schön, dass ihr da seid, denn ihr kommt auch aus dem Süden. Wo genau kommt ihr her? Landshut, Niederbayern. Ah, du bei Börse, Dings hatten wir schon, Sebastian. Ihr seid zusammen hergekommen, also die beiden Jungs sind tatsächlich aus dem tiefsten Süden hergekommen. Erster Eindruck habe ich Sebastian auch gefragt, als du das hier gesehen hast. Ich meine, du hast vielleicht schon mal als Video gesehen, jetzt hier so live in Action. Wie läuft das mit den Leuten? Was sagt der erste Eindruck für die Location und so? Die Location ist deutlich größer, als man sie in jedem Video sieht. Also der Eindruck ist nochmal viel größer, die Hallen und so. Sehr cool, also die Räumlichkeiten. Ich finde, man kann sich jetzt auch schon ganz gut vorstellen. Also weil, so wenn der Chris kommt und sagt, da ist eine Dose und hier kommt Strom hier und da werden wir jetzt zwei Fernseher sein. Also es ist deutlich konkreter. Das mit den Leuten ist sehr cool. Also macht Spaß, sich auszutauschen. Coole Fans. Oder sind richtig geile Leute. Also ist irgendwie keiner dabei, wo man sagt, was ist das für ein Idiot? Nö, alle ganz anständig, lustig zu arbeiten. Ich sag erstmal danke, dass du da bist. Und ich freue mich auf morgen, weil morgen werden wir erstmal gemütlich nach der getanen Arbeit grillen und einheben. Du trinkst aber Bier, oder? Ja, wir haben mal einen Carsten August mitgebracht. Da bin ich dann, also ich glaube, morgen ist die Ausnahme, dass ich auch mal wieder trinke. Aber das eskaliert dann. Das heißt, ihr werdet mich am nächsten Tag nicht erleben. Und ich mich am gleichen Tag auch nicht. Erstmal vielen Dank. Schön, dass du mit am Start bist. Und ja, ich halte dich nicht auf, weil ich habe, wie ich immer sage, ich kann handwerklich nichts. Deswegen brauche ich die Leute, die das übernehmen. Ich kann nur quatschen. Wir machen das. Danke dir. So, den Linus haben wir auch noch. Heiliger Bimbam. Du hast sicke, geile Augen. Junge, ich bin jetzt no homo und so. Aber, ne? Also, läuft, ja? Kann man sich direkt drin verlieben. Aber wo kommst du her? Oh mein Gott. Das, too much, ich bin raus.
Nein, Spaß zur Seite. Wo kommst du her? Eigentlich aus Karlsruhe, aber ich wohne gerade bei Köln. Okay, also direkt ums Eck. Du bist du heute da? Bist du morgen da? Bist du, wie lange kommst du? Ich weiß ja nicht mehr, wie lange du da bist. Wahrscheinlich bis Montag und dann ab Dienstag wieder arbeiten. Das heißt, du pennst jetzt bei uns? Ja. Hört sich sehr gut an. Das heißt, du bist morgen auch mit dabei. Boah, das wird morgen so eine Eskalation. Das wird eine absolute Gaming-Geek-Nerd-Mega-Party. Wir werden hier absoluten Fun haben. Ich glaube, ich muss noch. Looping Louie liegt im Keller, habe ich schon gesehen. Die Chips sind im Auto. Ich bin vorbereitet. Das wird absolute Eskalation. Janik, du weißt Bescheid. Morgen geht komplett. Ja, aber erstmal schön, dass du da bist. Was machst du gerade? Die Schrauben weiter reindrehen, die anderen verkackt haben. Olli! Nein, Spaß beiseite. Ja, also tatsächlich, die ganzen Regipswände wurden reingeschraubt und manchmal haben die Leute tatsächlich nicht tief genug reingeschraubt und deswegen überprüfst du sogar alles nochmal, damit vernünftig gespachtelt werden kann. Genau. Das sind die Vor- und Nachteile, die man hat, wenn man so handwerklich begabte Leute hat wie mich, ja? Dass da nicht immer alles tief reingeschraubt wird. Da lacht er, ne? Das mit der Zunge lässt er jetzt. Nein, aber Linus, schön, dass du da bist. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Gib Gas, ja? Muss heute Abend fertig sein, alles, ja? Bis später. So, ich habe, glaube ich, immer noch nicht längst alle durch. Die anderen sind ja weggelaufen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen die ja auch nicht vor die Kamera. René und Philipp sind auch mit am Start. Die beiden hatten wir auch noch nicht. Ich muss gerade überlegen, wen ich schon hatte und wen nicht. René, wo kommst du her? Was machst du so? Ich komme aus der Nähe von Köln. Und noch so ein Kölner? Ja, noch so ein Kölner, genau. Also habt ihr nicht weit bis hierhin, eine Stunde. Ja. Sehr geil. Wie, bleibst du, ich weiß nämlich leider immer nie, bleibst du jetzt heute bis morgen? Kommst du morgen wieder oder wie war es? Gucken wir mal. Morgen ist die Grillparty, ne? Ja, mal schauen. Nee, da gibt's. Er hat ja gesagt. Ich hab ja gesagt, okay. Ja, dann muss ich wohl bis morgen bleiben, ja? Sehr gut. Ja, entweder bleibst du bist natürlich jetzt eingeladen zu bleiben, oder du kommst morgen wieder. Das ist ja aussuchen. Ja, suche ich mir noch aus. Sehr gut. Also er bleibt da. Ja. So, Philipp ist auch noch abgehauen. Den haben wir auch noch. Ja, da ist er. Ja, den habe ich vorhin, Farbe und so kaufen gegangen, da kam er vorbei, kam ums Eck und ich habe sofort erkannt, dass der zu uns gehört. Noch nie gesehen in meinem Leben. Und ich so, jo, Fenster runter, er guckt so. Und ich so, jo, wo willst du hin? Ah ja, ja. Nee, aber schön, dass du da bist. Wo kommst du her? Ja, aus der Nähe von Köln. Überall die Köln. Morgen kommen auch nochmal 4, 5 Kölner vorbei. Jetzt immer vorher was gesagt, hätten wir uns zusammentun können mit Fahren. Ja, ich glaube, die sind schon voll im Auto. 5 Stück, ein Auto, dann ist. Und die sind alle auch hier so Brecher. Du bist alleine gefahren? Ja. Nächstes Mal. Oder auf der Rückfahrt. Ich weiß nicht, ob jemand mit dem Zug fährt. Ich glaube, die fahren nämlich sogar mit dem Zug. Ja, musst du mal klären. Bleibst du bis morgen? Kann ich machen, klar. Weil morgen ist ja. Also, ich darf sagen. Nach Hause fahren und wiederkommen. Ich habe ja nur eine Stunde. Dann kommst du morgen wieder. Pass auf, der Plan ist, du kommst morgen wieder. Bringst aber dann einen Schlafsack mit oder irgendwas an Decke. Weil wenn wir dann hier essen und trinken gemächlich, dann kommst du nicht mehr zurück. Ja, machen wir so. Das heißt, morgen auf übermorgen, ja, musst du hier pennen. Geil, dass du da bist. Was machst du gerade? Meistens mit den Elektrikern irgendwie unterwegs. Ich habe gehört, schon mehrere hundert Meter Kabel sind schon wieder gelegt worden und so weiter. Also, wie ihr hört, es geht hier vorwärts. Und jeder hat irgendwie was zu tun. Egal, ob er Elektriker oder was auch immer ist, läuft. Vielen Dank, dass du da bist. Und ich freue mich auf morgen. So, wen hatte ich denn jetzt noch nicht? Den Martin hatten wir, den Christoph hatten wir eigentlich noch nicht. Ja, das ist der, wenn ihr die Show geguckt habt, oder eine unserer Shows letzte Zeit, die Zwiebeln, die da auf dem Tisch liegen, die kommen von diesem netten Kerl. Christoph! Ja, komm mal mit. Der läuft jetzt. Da ist er. Das ist das Großmaul mit den Zwiebeln. Ja? Ja, schön, hat geschmeckt, oder? Ja, habe ich den Silvano hinten reingeschoben. Ja, schön. So, dann. ja, erstmal schön, dass du da bist. Ja. Das ist der Mann, der unsere Elektrikerarbeiten gerade macht und gerade so alles in die Hand nimmt, zusammen mit Martin und verwaltet, erledigt und plant und Sachen bestellt und eigentlich alles, was dazugehört, was so ein Elektriker eigentlich nur machen kann und noch alles darüber hinaus. Sieht auch noch gut aus, ja. Wahnsinn, dieser Kerl. Ja, geil. Aber erstmal vielen Dank und erzähl doch mal, wie läuft's gerade, wo seid ihr gerade dran, wo gibt's Baustellen, die schwierig sind, welche laufen ganz gut? Ja, gut läuft bisher die Verkabelung der Regie. Der Studios, die kriegen wir, glaube ich, diesmal dann komplett durch. Das hat man alles streichen können, spachteln können, schleifen können. 5 und 5 Bereich ist durch, auch komplett durch. Studio 1 wird dieses Wochenende auch durch sein. So, die ganzen SDIs fehlen noch für die ganzen TVs. Ansonsten, denke ich mal, sind wir diesmal gut dabei. Das Wochenende ist gut, wir kriegen viel geschafft, wir haben viele Helfer. Ja, ich sag mal, die Fummelsarbeit, die wird noch aufhalten. Aber wir kriegen heute Masse gemacht, das heißt, wir sind gut vorangekommen dieses Wochenende. Wenn ihr übrigens wissen möchtet, wer das im Chat ist, das ist der Xalos. Ja?
War mir am Anfang auch nicht so klar, aber nachdem er dann natürlich immer getrollt hat, war das irgendwann offensichtlich. Ja, erstmal mega geil, dass du da bist. Vielen Dank für diesen geilen Support. Also ohne den Mann wäre es echt hart. Natürlich wie ja alle, aber der nimmt echt einiges in die Hand. Auch Verantwortung. Ja, und der scheucht die Leute auch. Ja, hier, da und da. Und überall tritt er halt rein. So schlimm ist das nicht, aber... Ja. Super lieber Kerl. Ja. Ja. Aber nein. Ja, Christoph, erstmal vielen Dank. Viel Spaß. So. So, Karl hatten wir auch schon so langsam. Komme ich schon ins Schwitzen. Markus ist eh schon am Ölen wie sonst was. Warte, den Markus habe ich gesehen. Der Ivo ist heute nicht da. Morgen kommen nochmal 5 Kölner. Ich glaube, heute Abend kommen auch noch irgendwie. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, weil alles kommt und nicht. Aber ich weiß, es kommen noch Leute. Der Marcel kommt noch. Der Stefan mit der roten Mütze, den habt ihr ja schon gesehen. Der ist sonst immer da. Den haben wir jetzt verpasst. Also sind jetzt schon über 10, 15 Leute da und es kommen bestimmt noch 5. Morgen kommen ja auch nochmal 5 bis 10. Also es läuft richtig geil. Ich weiß, ob Markus die Decke mal gezeigt hat, dieses Abgehangene. Es geht hier gut vorwärts. Wir haben die ganzen Netzwerkdosen. Im Server sind die gepatcht, hier oben sind die gepatcht. Die Kabel sind weitestgehend verlegt. Die Jungs spachteln und schleifen hier gerade. Wenn das erledigt ist, können wir streichen. Leisten sind bestellt, die hatten wir noch nicht. Für die ganzen Böden und für die ganzen Säulen und all so ein Blödsinn. Dann ist hier irgendwann, kann man zumindest mal diesen clean Zustand haben. Also Wände sind fertig, Boden ist fertig und die Steckdosen sind alle drin und so ein Blödsinn. Das ist ziemlich geil, weil dann einräumen, dann kommen Sachen, Bestellungen, die sind alle schon bestellt. Es sieht alles ganz solide aus. Wir haben auch Treppen. Haben wir die schon mal gesehen? Komm mal mit. Ich zeige euch mal, wie der erste Treppenaufgang aussieht. Wie das ungefähr aussieht. Wenn man es noch wenn es in Progress ist, denn es ist ja irgendwie so ein bisschen wie bei ARD. Wie ist das hier wie nennen wir das nochmal? Hier mit dem Elefanten und der Maus. Sendung mit der Maus, sag ich doch. Ja, ist schon so lange her. Und da gibt es ja auch mal so Erklärvideos und so, ne? Das ist eine Treppe. Diese Treppe wird mit Beton gegossen. Und mit dieser Treppe könnt ihr Treppenstufen gehen. Nein, aber tatsächlich, die Jungs haben hier die letzten 2 Tage Treppen gebaut und Wände gezogen. Unten in den anderen Treppen, die ist ganz vorne. Wird nächste Woche fertig. 2 Treppen komplett. Geländer wird noch gebaut. Nicht für hier, sondern drüben, damit die Leute auch nicht ins Loch reinfallen. Es läuft echt ganz solide, muss man sagen. Also, Freunde, ich sag mal wieder, geiler Support von euch, geiler Support von den Leuten, die wieder da sind. Egal, wie ihr uns immer unterstützt, es gibt ungefähr 1 Million Wege. Das macht das hier alles möglich. Das ist ein Projekt, das durch die Community getragen wird. Das hätten wir alleine so, glaube ich, gar nicht schaffen können. Ja, und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Show Me Your Flat 2.0 wieder. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Nächste Woche sicherlich wieder. Also 1, 2 Videos die Woche werde ich auf jeden Fall machen. Und die Leute immer nerven. Dann kann ich mir nämlich von den handwerklichen Arbeiten freisprechen und so tun, als ob ich was tun würde, um euch zu informieren. Ja, viel Spaß beim Übersetzen, Marisa. Wir sehen uns bald wieder. Peace out.